und herzlich willkommen zu Wundervibe Web TV. Pinkelalarm im Dschungelcamp. Ja, Martin Kesici und Ex-Kicker Ailton haben sich mal gedacht, so, boah, kein Bock auf das eklige Dschungelplumpsklo und sind des Nachts durch die Wälder gestriffen und haben gedacht, naja, da sieht mich ja keiner, da kann ich mich mal ganz schnell hinter so einem Busch erleichtern. Ja, dumm nur, dass dieses Camp natürlich mit jeder Menge Nachtsichtkameras ausgestattet ist und diesen Pinkelalarm da aufgezeichnet hat. Klar, dass natürlich für diese eklige Geschichte auf jeden Fall eine Strafe her muss. Und dann hat man sich was ganz Tolles überlegt. Die beiden dürfen nämlich jetzt in den nächsten 3 Tagen für die komplette Kandidatschaft im Camp ja das Geschirr sauber machen. Also ich bin ja der Meinung, ist eine bisschen lasche Geschichte. Und da gibt mir Martin Kesici wohl auch recht. Der hat nämlich dann gesagt, so, ganz ehrlich, was passiert denn eigentlich, wenn ich ein großes Geschäft mal irgendwie da ins Camp mache? Ganz ehrlich, Martin, wollen wir auf jeden Fall nichts sehen und nichts darüber erfahren. Fernando Flores, den muss man eigentlich nicht kennen, aber dafür seine ehemalige Arbeitgeberin. Das ist nämlich Britney Spears. Ja, und der feine Herr Flores, der war nämlich ihr ehemaliger Leibwächter. Ja, und jetzt plant der gute Mann ein schönes Enthüllungsbuch über die Sängerin. Darin sollen dann so richtig schön pikante Details veröffentlicht werden über Sex, Drogen, Alkohol, flotte Dreier und lesbische irgendwie Fummeleien. Ja, da fragen wir uns natürlich so, ist die Britney Spears tatsächlich so eine Femme Fatale, wie der feine Herr Flores sie nun darstellen möchte? Ja, das Ganze lohnt sich auf jeden Fall für ihn, denn laut der Sun bekommt er wohl 1 Million US-Dollar, wenn dieses Buch tatsächlich veröffentlicht wird. Der Bachelor, der ist ja so ein ganz heißer, knackiger Typ und hat natürlich auch jede Menge heiße Frauen um sich rum. Und jetzt hatte er ein Date, ein Einzeldate wohlgemerkt, mit der Kandidatin Sissy. Ja, da sind sie erstmal gemütlich und ganz romantisch auf einem Elefantenrücken durch die Gegend geritten. Ja, und es kommt, was kommen musste. Der erste Kuss der Staffel, ja, hat er nun vergeben an diese Sissy. Die anderen Kandidaten haben gekocht vor Wut, ja, und fanden das also eine ganz billige Masche, sind super eifersüchtig. Wir freuen uns auf jeden Fall auf jede Menge folgenden Zickenterror. Die Munkelmeldung der Woche liefert uns Schauspielerin Angelina Jolie. Die soll nämlich laut dem OK Magazine wieder schwanger sein. Ja, tatsächlich hat sie auch schon in diversen Interviews immer wieder vorher erzählt, sie hätte ganz gern noch ein weiteres Kind. Ja, und offensichtlich scheint das ja ganz gut geklappt zu haben. Ja, laut einem Insider ist sie schon im 3. Monat und leidet wohl ganz gut unter Morgenübelkeit. Ja, wir freuen uns natürlich auf jeden Fall für sie, wenn das denn stimmen sollte. So richtig verheimlichen kann sie das natürlich in Zukunft nicht. Sieht man ja auch irgendwann so. Aber wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass es geklappt hat. Die Muppets sind zurück auf der Leinwand. Der Kinofilm kommt heute auf die Leinwände. Und da werden natürlich bei vielen von uns Kindheitserinnerungen wach. Mit dabei sind natürlich wieder Kermit der Frosch, Miss Piggy, Gonzo und die andere Bande. Ja, und Schauspieler Jason Segel, den kennt man aus How I Met Your Mother, der ist auch noch mit am Start. Und seine Kollegin Amy Adams. Ja, ich verabschiede mich auf jeden Fall wieder aus der Sendung. Danke, dass ihr dabei wart. Und hier gibt's den schönen Trailer für euch. Bitteschön. Wir sind die Muppets. Hello. 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 Und das sind unsere größten Fans. Yeah. Freust du dich auf unseren Trip nach L.A.? Da kommt jemand. Entschuldigung. Ach du grüne Neune. Disney präsentiert. Weißt du, die Muppets sind so talentiert. Seht mal, Furzschuhe. Zum Patent angemeldet. Hm. Das größte Ereignis, das Hollywood je erlebt hat. Das Muppet-Spektakel! Das ist so super! Es gibt nur ein Problem. Ganz ehrlich, ihr seid leider nicht mehr berühmt. Oh Mann, das war ganz schön ehrlich. Lasst uns mit erhobenem Kopf durch diese Tür nach draußen gehen. Sehen Sie nicht, dass ich beschäftigt bin? Kommt, gehen wir, Leute! Schritt 1. Bist du einer von den Teenage Mutant Ninja Turtles? Ja, bin ich. Auf Welttournee gehen. Reisen wir per Landkarte. Auf nach Paris! Schritt 2, die Show proben. Ich habe schon ein Duett im Programm mit meinem neuen Tanzpartner. Hola. Versuchen wir gleich nochmal die Hebefigur. Ach, immer wieder die Hebefigur. Diesmal auf mein Zeichen, okay? In 3, 2... Schritt 3. Ich glaube an dich und dich und dich. An uns alle. Oh. Und jetzt die singenden Hühner. Freuen Sie sich auf den einfühlsamsten... Feinsinnigsten. Macht euch bereit für Kopfbowling! Was?
Was? Nein, ich will das nicht! Gaststar-überfülltesten und kultiviertesten Muppet-Film aller Zeiten. Wirklich aller. Setzt euch! Danke! Ich stehe ganz gern. Echt bequem. Ist der Film in 3D? Nö, die Muppets sind so eindimensional wie eh und je. Hey, pass bloß auf! Jason Segel, Amy Adams, Kermit der Frosch, Miss Piggy und mit dabei der neueste Muppet, Walter. Ja! Und die Muppets. Ja, Waka Waka. Du wurdest ausgetauscht. Ach ja? Was ist das da drüben? Oh, hey! Ja. Die Muppets. Film sehen, Film sehen. Wollt ihr den sehen? Ah, ha, 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 ha.